ausprobiert unterwegs, heute am Strand beim Mirador del Salmo. Ja, ein weiterer schöner Strand in Fuerteventura. Und jetzt gucken wir mal hier rüber. Haha, das wäre fast ein Lost Place mal geworden, wenn es fertig geworden wäre. Hier ein riesen Hotelgerippe. Da hinten geht's weiter. Wir gehen mal in die Richtung und gucken uns das mal an. Wir laufen jetzt hier einfach mal den schön gepflasterten Weg lang. Es ist nicht viel passiert. Wir kennen das Gerippe, Hotelgerippe hier seit Jahren. Aber in Teilen ist der Weg gepflastert. Weiter oben werden wir nachher noch sehen, da sind auch Pflaster schon wieder entfernt. Ach, hier kann man ja dann die Straße hoch. Gibt es dann auch schon. Ja, wir gucken mal rein. Ja, und hier, wo wir gerade weiterlaufen, kommen uns Steinmännchen der anderen Art entgegen. Scheint nämlich jemand hier das Pflaster für was anderes genutzt zu haben. Gehen wir mal hin. Hier ist es eine echte Kunstwerke. Jenga ist nichts dagegen. Da unten sind die Leute, die den geheimen Strand schon kennen und wissen auch, wie sie hinkommen. Mal noch mal ein Blick entlang des schönen Strandes und dann gucken wir uns weiter das Hotelgerippe an. So, Blick ins Gerippe. Sind sogar schon ein paar Treppen da. Viel gibt's hier nicht zu sehen. Bisschen Graffiti. Bisschen Betontreppe, bisschen Ausblick. Hinten sind auch noch Treppen. Mirador del Salmo im Süden zwischen Costa Calma und Jandia. Wenn man die alte Straße neben der FV2 nimmt, ich glaube FV605. Ah, da hinten. Nicht ins Loch fallen. Aber da hinten sieht man dann hier noch mehr Treppenhäuser und da hinten noch so eine Struktur, die nicht fertig geworden ist. Ein einzelnes Graffiti, jede Menge Nägel am Boden. Hier, jawohl. Da. Wir haben heute Glück, die Sonne knallt nicht so, hat sich etwas hinter den Wolken verschanzt. Ja, da hinten noch ein Treppenhaus, Blick zum Strand. Einfach mal der Eindruck, wenn die Hotels nicht fertiggestellt werden.